In der letzten Episode haben wir kennengelernt, an welchen Merkmalen man einen Dinosaurier erkennt. Wenn ihr diese Episode noch nicht kennt, schaut sie euch entsprechend nochmal an. Dinosaurier sind Teil der Klade der Dinosauromorpha, die wiederum Teil der Klade der Ornithodira ist. Die Schwestergruppe der Dinosauromorpha sind die Pterosauromorpha, zu denen die Flugsaurier gehören. Ornithodira sind Teil der Avemetatarsalia und diese zusammen mit den Pseudosuchia, also der Krokodilverwandtschaft, Teil der Archosaurier. Wann traten die ersten Dinosaurier auf? Die Fossilien der ältesten, unzweifelhaften Dinosaurier Eoraptor und Hererosaurus entstammen der etwa 230 Millionen Jahre alten Ishigualazo-Formation in Argentinien, also aus der späten Trias. Eoraptor gilt als der ursprünglichste Vertreter und sah wahrscheinlich dem gemeinsamen Vorfahren aller Dinosaurier sehr ähnlich. Somit dürften die ersten Dinosaurier kleine, zweifüßige Fleischfresser gewesen sein. In Ostafrika wurde das Fossil Nyasasaurus entdeckt, der vor 245 Millionen Jahren lebte und der entweder als der früheste Dinosaurier oder als der nächste bekannte Verwandte der Dinosaurier in Frage kommt. Wenn letzteres zutrifft, gehört er zu der Klade der Dinosauriformes innerhalb der Dinosauromorpha, welche die Schwestergruppe der Dinosaurier wäre. Da nur wenige und fragmentierte Fossilien von Nyasasaurus gefunden wurden, lassen sich nur wenige morphologische Merkmale der Tiere feststellen, was seine genaue Einordnung im Stammbaum unsicher macht. Die Dinosauromorpha haben zwar einige Merkmale der echten Dinosaurier, aber nicht alle. Für den Nicht-Spezialisten sehen sie oberflächlich wie Dinosaurier aus, sind es aber noch nicht ganz. Einige kleinere Gattungen wie Lagosuchus, Marasuchus und Silesaurus gehören dazu. Aus solchen oder ähnlichen Formen gingen dann die Dinosaurier mit ihren eigenen Apomorphien hervor. Sind einige Dinosauromorpha den Dinosauriern ähnlicher als andere, aber immer noch keine Dinosaurier, sind sie einfach Dinosauriformes. Für das bessere Verständnis schauen wir uns einen Vertreter genauer an, Silesaurus. Er lebte vor 230 Millionen Jahren und war circa 2 Meter lang, hatte 4 schlanke, lange Beine und einen grazilen Körperbau. Äußerlich schon einem Dinosaurier sehr ähnlich, weist er dennoch einige entscheidende Unterschiede zu den echten Dinosauriern auf. Seine Oberschenkelknochen verliefen zwar senkrecht, waren aber seitlich mit der Hüfte verbunden, also anders als bei den Dinosauriern. Und weil der Gelenkkopf des Oberschenkelknochens bei Silesaurus weder geneigt noch in eine für Dinosaurier typische offene Gelenkpfanne eingepasst war und die Beine nicht unter dem Körper lagen, war er kein echter Dinosaurier. Obwohl Silesaurus auf 4 Beinen lief, dienten die Vorderbeine eher zum Abstützen und nicht zur Fortbewegung. Es war nur noch ein kleiner Schritt, bis die ersten Dinosaurier ihren Körper so ausbalancierten, dass sie sich zweibeinig fortbewegen konnten. Das bot den Vorteil, schneller laufen zu können. Gleichzeitig eröffnete es neue Anwendungsmöglichkeiten für die Hände. Sie konnten zum Beispiel nach der Nahrung greifen. Dies war das Erfolgsrezept der Dinosaurier und der Grund, weshalb sie sich gegen die anderen Dinosauromorpha zum Ende der Trias durchsetzen konnten. Wie verlief ausgehend von frühen Dinosauriern wie Eoraptor die Evolutionsgeschichte der Dinosaurier? Wir haben im letzten Beitrag kennengelernt, dass es 2 Hauptkladen innerhalb der Dinosaurier gibt. Die Echsenbecken-Dinosaurier bzw. Saurischia, welche die fleischfressenden Theropoden und die langhalsigen Sauropodomorpha vereinen, und die Vogelbecken-Dinosaurier, auch Ornithischia genannt, zu denen alle anderen pflanzenfressenden Dinosaurier wie Triceratops, Stegosaurus und Iguanodon gehören. Trotz des Begriffs Vogelbeckendinosaurier gehören die Vögel nicht zu dieser Gruppe, sondern zu den Echsenbeckendinosauriern, da sie aus den Theropoden hervorgingen. Die Ähnlichkeit zwischen dem Becken der Vogelbeckendinosaurier und der Vögel liegt in der Position des Schambeins. Anders als bei den Echsenbeckendinosauriern zeigt das Schambein bei den Vogelbeckendinosauriern nicht nach unten und leicht nach vorn zum Kopf, sondern besteht aus einem schmalen, stabförmigen Knochen, der längs neben dem Sitzbein liegt und nach hinten zeigt. Bei Vögeln ist das Schambein komplett nach hinten verlagert.
In einer detaillierten phylogenetischen Studie aus dem Jahr 2017, basierend auf 74 Taxa und 457 Merkmalen, schlagen die Paläontologen Matthew Barron et al. Eine radikal neue Systematik der Dinosaurier vor. Demnach werden Ornithischia und Theropoda als Schwestergruppen in der Klade der Ornithoskelida vereint, während die Sauropodomorpha zusammen mit den Hererasauriern die neu definierte Klade Saurischia bilden. Die Ornithoskelida-Hypothese wurde im November 2017 von einem internationalen Forscherteam in Frage gestellt, nachdem der ursprüngliche anatomische Datensatz überarbeitet worden war. Diese Überarbeitung ergab das traditionelle Modell, bei dem Ornithischia und Saurischia als Schwestertaxa wiedergefunden wurden. Dieser traditionelle Baum war jedoch nur schwach unterstützt und unterschied sich statistisch nicht signifikant von der alternativen Ornithoskelida-Hypothese. Mit nur geringfügigen Anpassungen, die Barron und Kollegen daraufhin vornahmen, wurde Ornithoskelida erneut gegenüber dem traditionellen Modell bevorzugt. Weil die Debatte um die Validität des Ornithoskelida-Konzeptes noch nicht abgeschlossen ist und die meisten Dinosaurier-Lehrbücher nach dem traditionellen Konzept gehen, bleiben wir auch bei diesem. Die Verwandtschaftsverhältnisse innerhalb der Ornithischia, Theropoden und Sauropodomorpha sind aber auch beim Ornithoskelida-Konzept mit dem traditionellen Konzept vereinbar. Wenn man bedenkt, wie selten Dinosaurierfossilien vor allem im Vergleich zu den wirbellosen Meerestieren sind, ist es bemerkenswert, dass wir nicht nur eine recht große Vielfalt an Dinosauriergattungen haben, etwa 1000 beschriebene Gattungen sind es insgesamt, sondern auch genügend Exemplare haben, um zu zeigen, dass wir Übergänge zwischen fast allen großen Dinosauriergruppen zeigen, sowie viele andere bemerkenswerte Fossilien, die andere Arten von Übergängen zeigen, wie zum Beispiel fleischfressende Dinosaurier, die zu Pflanzenfressern wurden. In diesem Beitrag wollen wir uns zuerst mit jenen Dinosauriern befassen, die nichts mit Vögeln zu tun haben. Zu den atemberaubendsten Dinosauriern gehören die gigantischen und langhalsigen Sauropoden. Unter ihnen fanden sich nicht nur Giganten wie Diplodocus, Brachiosaurus oder Argentinosaurus, sondern auch Zwergformen wie Europasaurus. Die Ursache für den Gigantismus der Sauropoden wurde in einem separaten Beitrag von mir schon behandelt. Spannender für uns ist, gibt es hier eigentlich evolutionäre Übergänge? Ja, die gibt es. In fast jedem Buch über Dinosaurier wird eine Gruppe von Kreaturen aus der Trias abgebildet, die Prosauropoden genannt werden. Schon ihr Name, übersetzt vor den Sauropoden, deutet darauf hin, dass sie ursprüngliche Verwandte der größeren Sauropoden sind. Der bekannteste von ihnen ist Plateosaurus aus der Trias in Deutschland. Aber es gibt noch ein Dutzend weitere Gattungen, die in Trias-Schichten auf der ganzen Welt gefunden wurden. Die meisten dieser Gattungen waren nur etwa 5 bis 8 Meter lang, also nur ein Viertel so groß wie die riesigen Sauropoden, aber größer als ihre Vorfahren. Sie haben die Anfänge eines langen Halses und langen Schwanzes, aber noch nicht die unglaublichen Ausmaße der Riesensauropoden. Die Gliedmaßen sind in der Konstruktion der Finger und Zehen klassisch sauropodisch, aber nicht so robust und die Vordergliedmaßen sind lang und zart genug, dass sie zwischen dem vierfüßigen Gehen und dem Aufrichten auf die Hinterbeine in einer zweibeinigen Haltung wechseln konnten, um ihre Hände zu benutzen. Erst als die Sauropoden eine enorme Größe erreichten, waren sie gezwungen, ausschließlich auf allen Vieren zu gehen. Und auch ihre Gliedmaßen wurden viel massiver, um ihr enormes Körpergewicht zu tragen. Noch ursprünglicher als Plateosaurus war Anchisaurus aus der Trias von Connecticut, Arizona und Südafrika. Er war nur 2,5 Meter lang, also nur wenig größer als ein Mensch und hatte einen noch kürzeren Hals und Schwanz sowie noch zartere Gliedmaßen und Füße. In der Tat ist er die perfekte Übergangsform zwischen den echsenartigen frühen Sauriern wie dem viel kleineren Lagosuchus und den größeren Formen wie Plateosaurus. Trotz seiner äußeren Erscheinung trägt sein Schädel alle charakteristischen Merkmale der Sauropoden und er zeigt bereits viele der Spezialisierungen an den Wirbeln und vor allem an den Händen und Füßen, die später die Sauropoden kennzeichnen werden. Die frühen Saurier waren in erster Linie zweibeinig, aber Anchisaurus scheint zu beiden Haltungen fähig gewesen zu sein und Plateosaurus war noch schwerer und eher vierbeinig.
Vom frühesten bekannten Dinosaurier Eoraptor über Anchisaurus und Plateosaurus bis hin zu den größeren Sauropoden gibt es nicht nur einen fließenden Größenzuwachs, sondern auch einen fließenden Übergang in den anatomischen Merkmalen und in der Körperhaltung vom Zweibeiner zum Vierbeiner. Der andere Hauptzweig der Echsenbecken-Dinosaurier waren die Theropoden, also die Raubsaurier, zu denen der berühmte Tyrannosaurus Rex gehört. Aber es gibt Dutzende verschiedener Gattungen und Arten in allen Formen und Größen. Die frühen Theropoden waren jedoch recht unscheinbar und sind tatsächlich hervorragende Übergangsformen. Ihre Länge reichte von nur 70 cm wie bei Compsognathus bis zu 3 Metern wie bei Coelophysis. Das heißt, die meisten waren etwa so groß wie ein Huhn bis zur Größe eines erwachsenen Menschen. Anders als ihre großen Theropoden-Nachfahren waren sie leicht gebaut mit kleinen Köpfen, langen Hälsen und schlanken, grazilen Gliedmaßen und Schwänzen. Dennoch wiesen ihre Schädel und vor allem ihre Hände mit ihrer einzigartigen Kombination aus nur 3 Fingern und Füße alle anatomischen Spezialisierungen auf, die man bei späteren Theropoden findet. Von ursprünglichen Theropoden wie Coelophysis können wir die Theropodenlinie noch weiter zurückverfolgen bis zu Eoraptor, Staurikosaurus und Hererosaurus, die ähnlich gebaut sind wie Coelophysis, aber noch nicht alle ausgeprägten Spezialisierungen der Theropoden aufweisen. Für einen zufälligen Beobachter sehen sie sehr ähnlich aus, aber für einen Paläontologen mit anatomischer Ausbildung sind die Unterschiede deutlich. Eoraptor, Staurikosaurus und Hererosaurus fehlt die hochspezialisierte dreifingerige Hand, einige hatten sogar noch die vollen 5 Finger. Die relativ unspezialisierten Wirbel, sowohl Sauropoden als auch Theropodenwirbel, sind sehr spezialisiert und ausgeprägt. Ein gleitendes Kiefergelenk, die vollständig gebogenen Raubtierzähne und die für Theropoden typischen Modifikationen an Knöchel und Fuß, die man bei Coelophysis und fortgeschrittenen Theropoden findet. Schließlich können wir Gattungen wie Eoraptor, Staurikosaurus und Hererosaurus auf noch ursprünglichere, nicht Dinosaurier-ähnliche Archosaurier wie Euparkeria zurückführen, die oberflächlich betrachtet den frühesten Dinosauriern ähneln, denen aber die einzigartigen Spezialisierungen fehlen, die alle Dinosaurier haben, wie zum Beispiel die offene Hüftgelenkpfanne oder die charakteristischen Merkmale des Schädels. So können wir sowohl die Sauropoden als auch die Theropoden auf einen gemeinsamen Saurischia-Vorfahren in der Art von Eoraptor, Staurikosaurus und Hererosaurus zurückführen und von dort zu primitiveren Archosauriern, die keine Dinosaurier waren, wie Euparkeria. Eine schönere Reihe von Übergangsformen kann man sich eigentlich gar nicht wünschen. Offensichtlich haben Kreationisten noch nie von diesen Formen gehört. Und es gibt sogar noch eine coole letzte Wendung in der Geschichte der Raubsaurier. Im Jahr 2005 gaben Jim Kirkland und andere die Entdeckung eines bemerkenswerten neuen Fossils mit dem Namen Falcarius utahensis, aus dem Jura von Utah bekannt. Diese seltsame Kreatur gehört zu einer noch seltsameren Gruppe, den Pterycinosauriern, deren genaue Position innerhalb der Dinosaurier lange umstritten war. Diese Tiere haben viele der Merkmale von Theropoden wie Velociraptor, einschließlich langer Krallenfinger an den Händen und eines langen Halses und Schwanzes zum Balancieren. Aber sie hatten zahnlose Schädel und waren offenbar Pflanzenfresser. In den letzten Jahren herrschte Einigkeit darüber, dass es sich bei den Pterycinosauriern tatsächlich um Theropoden handelte, die irgendwie zu Pflanzenfressern zurückgekehrt waren. Die Entdeckung von Falcarius lieferte das fehlende Glied in dieser Ernährungsumstellung, da er viele Merkmale von Raptoren-Dinosauriern beibehält, jedoch der primitivste Pterycinosaurier mit einem zahnlosen, pflanzenfressenden Schnabel ist. Damit war er eine klassische Übergangsform, die die Pterycinosaurier nicht nur anatomisch mit den Raubsauriern verband, sondern auch zeigte, wie sie den bemerkenswerten Übergang vom Fleischfresser zum Pflanzenfresser vollzogen. Der andere Hauptzweig der Dinosaurier sind die Ornithischia, zu der fast alle pflanzenfressenden Dinosaurier mit Ausnahme der Sauropoden gehören.
die Entenschnabeldinosaurier, die Iguanodonten, die gepanzerten Ankylosaurier, die stacheligen Stegosaurier, die dickköpfigen Pachycephalosaurier und die gehörnten Ceratopsia. Zu den frühesten Ornithischiern gehörten primitive triassische Formen wie Lesothosaurus, Fabrosaurus und Heterodontosaurus. Kleine zweibeinige Dinosaurier, die oberflächlich betrachtet wie Eoraptor oder Zylophysis aussehen. Bei näherer Betrachtung weisen sie jedoch die Merkmale der Ornithischier auf. Ein Teil oder das gesamte Schambein in der Hüfte ist parallel zum Sitzbein nach hinten gedreht, die Backenzähne sind tief in den Kiefer eingesetzt, was darauf hindeutet, dass sie Wangen hatten, um ihre Nahrung beim Kauen im Mund zu halten, und sie haben einen einzigartigen zusätzlichen Knochen an der Spitze des Unterkiefers, der als Prädentale bekannt ist. All diese Merkmale sind einzigartig für die Ornithischia, doch wir können sehen, dass die Übergangsformen wie der Heterodontosaurus sie bereits in der Trias hatten, während sie noch den anderen primitiven Dinosauriern dieser Zeit ähnelten. Zu den beliebtesten Ornithischia gehört Triceratops, einer der letzten gehörnten Dinosaurier oder Ceratopsia. Diese sind ein weiterer klassischer Fall von Übergangsformen zwischen hochspezialisierten Formen wie dem gehörnten und gekräuselten Ceratopsian und den viel primitiveren Formen, die dem gemeinsamen Vorfahren mit anderen Dinosaurierstämmen ähneln. Alle Gattungen mit Hörnern lassen sich auf den sehr bekannten Protoceratops zurückführen, der die Halskrause und die charakteristischen Knochen im Schnabel und Unterkiefer hat, dem aber die Hörner fehlen. Kreationisten wie der US-Guru Duane Gish scheinen aber die Stellung von Protoceratops als Übergang zwischen den Ceratopsiern nicht zu verstehen. Er zitiert ein aus dem Zusammenhang gerissenes Zitat aus der ersten Ausgabe von Weishampel et al. 1990 über die Besonderheiten der Protoceratopside und übersieht dabei völlig, dass diese sie nicht weniger zu einer guten Übergangsform macht. Und er erwähnt auch, dass sie in der späten Kreidezeit vorkommen und daher keine Vorfahren sein können. Ich habe schon in meinem Beitrag über das Thema Übergangsformen erwähnt, dass Paläontologen nicht nach direkten Vorfahren suchen, sondern nach Schwestergruppen, die anatomische Übergänge belegen. Aufgrund der Seltenheit der Fossilisation ist nämlich nicht zu erwarten, dass man den direkten Vorfahren einer Evolutionslinie entdeckt. Zweitens kam Protoceratops in der frühen Spätkreide vor, Millionen von Jahren vor all seinen mutmaßlichen Nachfahren unter den gehörnten Ceratopsia in der späten Spätkreidezeit. Außerdem, wir haben noch bessere Übergangsformen. Bagaceratops hat im Vergleich zu Protoceratops eine etwas kleinere Halskrause und einen kleineren Schnabel und sein Körper ist nicht vollständig vierfüßig. Archeceratops hat eine noch kleinere Halskrause und einen noch kleineren Schnabel und einen viel leichteren Körper, der höchstwahrscheinlich zweibeinig ist. Psittacosaurus, der so genannt wurde, weil er einen papageiähnlichen Schnabel und die Anfänge eines Kragens über den Hals hatte, ist noch leichter gebaut mit einem zweibeinigen, grazilen Skelett anstelle des schweren Skeletts von Protoceratops. Psittacosaurus zeigt nicht nur den Übergang von einem kragenlosen Schädel zu einem mit einem kleinen Kragen zu dem größeren Kragen des Protoceratops, sondern auch den Übergang von einem leichten zweibeinigen Körper zu den schweren vierbeinigen Körpern der spezialisierten Gruppen. Das erstaunlichste Übergangsfossil in dieser Abfolge wurde schließlich 2004 mit der Entdeckung von Yinlong aus den viel früheren Schichten des späten Juras in China entdeckt. Der Name Yinlong bedeutet in Mandarin verborgener Drache, in Anlehnung an den populären Film Crouching Tiger, Hidden Dragon, der teilweise in der Nähe des Fundortes gedreht wurde. Yinlong besteht aus einem gut erhaltenen Skelett eines zweibeinigen Dinosauriers, der sich in seinen Proportionen nicht allzu sehr von Psittacosaurus unterscheidet. An der Spitze seines Oberschnabels hat er den für Ceratopsia typischen Rostralknochen. Sein Schädeldach weist jedoch eine einzigartige Anordnung von Knochen auf, wie man sie bei den dickschädeligen Pachycephalosauriern findet, die dafür bekannt sind, dass sie eine dicke Knochenkuppel auf ihrem Schädel haben. Paläontologen haben lange Zeit argumentiert, dass Ceratopsia und Pachycephalosauria eng miteinander verwandt sind, da beide einen Knochenkamm am hinteren Rand des Schädels haben. Beide werden als Marginocephalia zusammengefasst, aber mit Yinlong
haben wir ein wunderschönes Übergangsfossil, das Merkmale sowohl der Ceratopsia als auch der Pachycephalosauria zeigt, bevor sich beide Familien aufspalteten. Erwähnenswert seien auch die Übergänge der gepanzerten Ankylosaurier und Stegosaurier. Beide Familien werden als Thyreophora zusammengefasst und zeichnen sich durch für diese Gruppe einzigartige Apomorphien aus, wie entlang des Körpers aufgereihte Panzerplatten, relativ kleine Gehirne und eine vierfüßige Haltung mit Hintergliedmaßen, die länger als die Vordergliedmaßen sind. So haben die ursprünglichen Ankylosaurier, die Nodosaurier, noch eine sehr begrenzte Panzerung, genauso wie die ursprünglichen Stegosaurier wie Skelidosaurus. Wir können all diese Formen auf Gattungen wie Scutellosaurus zurückführen, einem kleinen, etwa 1,2 Meter langen Dinosaurier aus dem Unterjura vor 200 Millionen Jahren. Er hatte noch längere Hinterbeine und konnte sich sowohl auf zwei als auch auf vier Beinen fortbewegen. Sein Körper war von kleinen Hornschuppen bedeckt, die vermutlich in Reihen am Rücken und an den Flanken des Tieres angebracht waren. Alle Ornithischia können wir bis zu den ursprünglichsten Formen wie Heterodontosaurus, Fabrosaurus oder Lesothosaurus zurückverfolgen. Diese Gattungen wiederum sahen in ihren äußeren Merkmalen Eoraptor und Hererasaurus, den frühesten Dinosauriern, sehr ähnlich, abgesehen von ein paar subtilen Unterschieden wie dem Vorhandensein des Prädentale an der Spitze des Unterkiefers und einer primitiven Ornithischia-Hüftstruktur. Wenn man die Literatur sorgfältig und unvoreingenommen liest, sind diese Übergänge offensichtlich. Wir könnten endlos fortfahren, kreationistische Unwahrheiten über Dinosaurier zu entlarven. Jeder, der nur ein mäßiges Interesse an diesem Thema hat, braucht sich nur ein Dinosaurierbuch zu holen. Manchmal reicht schon ein Kinderbuch und sich diese wunderschönen Übergangsformen für fast jede Gruppe ansehen, die Kreationisten abstreiten. Doch bis hier sollte es erstmal genügen. Wenn wir schon zwischen solchen verschiedenen Dinosauriern Übergänge finden, so ist der Übergang zwischen Vögeln und Theropoden-Dinosauriern sogar noch spannender. Und diesen lernen wir in der nächsten Episode kennen. Bleibt also am Ball.